Willkommen zum vierten Tutorial der Kirchendigitalreihe zur KD Online-Spende. Heute stellen wir euch unterschiedliche Möglichkeiten vor, wie ihr die Nutzung des Tools analysieren könnt. So bekommt ihr auch gute Anregungen, wie ihr die Nutzung noch verbessern könnt. Mirko Sobetzko zeigt euch, wo ihr Statistiken abrufen könnt, die euch einen schnellen Überblick zu SpenderInnen und Spendenaufkommen bieten. Unter anderem könnt ihr so auswerten, wie viele Menschen wann gespendet haben oder welche Zahlarten sie ausgewählt haben. Alle Videos zum Tool KD Online-Spende findet ihr übrigens in unserer Playlist. Für weitere nützliche Tutorials könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Herzlich willkommen zu Tutorial Nummer 4. Wie kann ich denn Auswertungen in KD Online-Spende generieren? Das geht auf drei Arten, wozu ich euch gerne wieder mit ins Backend der KD Online-Spende nehmen würde. Erste Möglichkeit ist, dieses direkt im Bereich der Projekte zu sehen. Hier können wir, wo wir auch die neuen Projekte anlegen, schon direkt sehen, wie viel Spenden sind denn seit Projektstart eingegangen. Das ist schon mal die erste Kennziffer, die sicherlich auch vielleicht für Presbyterien oder Vereinsvorstände oder sonstige Nachfragenden sicher interessant sein kann. Da könnt ihr direkt schon mal eine Aussage zu treffen. Unter dem Punkt Statistiken haben wir dann auch für die schnelle Draufsicht die Möglichkeit, uns Diagramme anzeigen zu lassen. Wir haben erstmal ein Balkendiagramm, wo wir sehen können, in welchem Monat sind denn Spenden eingegangen. Das zweite Diagramm zeigt uns die Anzahl der Spenden in einer Verlaufskurve an, in einer absoluten Zahl. Und das dritte Diagramm zeigt uns an, auf welchem Weg, also über welche Zahlart haben uns denn diese Spenden erreicht. Auch das ist ja nachher wichtig, um zu gucken, welche Zahlart möchte ich vielleicht forcieren, auf welche kann ich vielleicht eher mal verzichten, welche wird nicht so angesprochen. Das gibt auch nochmal eine ganz, ganz schnelle Sicht auf die einzelnen Wege, wie eine Spende denn an uns rankommen kann. Ich kann mir auch Detailinformationen über den Punkt Export und Logs, das ist jetzt der dritte Weg, eine Auswertung zu schalten, kann ich mir ebenfalls machen. Und zwar bin ich hier direkt schon auf der Spendenübersicht. Ich kann hier noch einen Zeitraum filtern, kann alles noch machen, so wie ich das gerade brauche. Ich habe die Möglichkeit, mir Dateien zu exportieren. Und zwar genau diese Übersicht, die ich hier habe. Kann ich drucken, als PDF-Datei rausziehen oder auch als Excel, um damit noch weiter Auswertungen zu fahren oder weitere Vorlagen zu entwickeln. Und kann mir das hier aus dem Tool selber, aus der KD Online-Spende rausziehen und für mich weiterverwenden. Auch das geht alles per Klicks und ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier auszuwerten, was hat es denn gebracht, dass ich es genutzt habe und was bringt es mir für mein Projekt. Im Bereich Spendenportal kann man dann tatsächlich noch mal ein bisschen was anderes sehen. Hier ist einfach nur noch mal zu gucken, wenn man ins Backend guckt, welche Projekte habe ich drin und welche Benutzer habe ich freigeschaltet. Das ist eher so der ganz interne Auswertungslink. Ansonsten die Hauptaussagen bekomme ich hier auch über die Spendenübersicht raus. Auch das sehr komfortabel, sehr schnell geschaut. Man braucht dafür nicht eine Minute, um hier eine Auswertung rauszuholen. Von daher auch das eine sehr komfortable Möglichkeit, Auswertungen zu zeigen. Im nächsten Tutorial begrüße ich euch dann für ein Fazit und was und wie geht's weiter.